Waffen, mit europäischen amerikanischen Rückendeckung, mit einer Ausschaltung der Genfer Konvention, einer Besatzungsmacht, wenn diese faschistische Besatzungsmacht tatsächlich die Kontrolle über den Boden in Gazastreifen gebracht hat, dann ist eine Besatzungsmacht verantwortlich für das Leben der Zivilisten in dieser Gegend. Was macht die Besatzungsmacht? Sie ermordet sie zu Hause, sie ermordet sie auf der Flucht. Diese Besatzungsmacht wird ein neues Nürnberg gemacht. Diese Verbrecher werden am Ende vor Gericht gestellt und Palästina wird frei sein. Freiheit für Palästina! Freiheit! Freiheit für Palästina! Von Lara? Danke. Hallo, Aslama und Salam Aleikum. Seit 38 Tagen passiert ein Genozid in Gaza. Seit 38 Tagen werden wieder einmal Frauen, Kinder und Männer täglich zerbombt. Seit 38 Tagen macht sich Österreich an diesem Genozid mit schuldig. Unser neutrales Österreich stimmt nämlich in der UNO-Generalversammlung lieber gegen eine Waffenruhe als für den Frieden. Österreich verlautbart, während in Gaza Kinder an Hunger sterben, dass sie die humanitäre Hilfe gerne einfrieren würde. Österreich steht undifferenziert hinter Israel. Nicht nur am 7. Oktober. Österreich steht hinter Israel, während Israel weiße Phosphorbomben auf Gaza abwirft. Österreich steht hinter Israel, während Israel Schulen, Moscheen, Kirchen und Krankenhäuser zerbombt. Ja. Österreich steht hinter Israel, während Israel eine zweite Nakba durchführt. Österreich steht hinter Israel, während Israel ein Kriegsverbrechen nach dem anderen begeht. Und das ist nicht nur meine Meinung, das sagen uns viele angesehene internationale Menschenrechtsorganisationen. Aber Österreich verurteilt diese nicht. Nein, Österreich verurteilt lieber die von uns, die sich für Gerechtigkeit, Empathie und Solidarität einsetzen. Österreich sucht die Schuld lieber bei jenen, die ihre Stimme erheben und verbietet uns den Mund. Unser demokratisches Österreich schränkt seit dem 7. Oktober massiv die Meinungsfreiheit und das Demonstrationsrecht ein. Mehr als 13 Kundgebungen wurden bereits verboten. Uns wird verboten, Freiheit vom Jordan bis zum Mittelmeer zu fordern. Aber israelische Politiker dürfen so laut sie wollen die Auslöschung Gazas fordern. Ich frage euch, ist das fair?
wie unsere Politiker und Politikerinnen hinter den Kriegsverbrechen Israels stehen möchte, der wird sowieso gecancelt. Wer mutig ist, wie zum Beispiel die sozialistische Jugend Vorarlberg oder die sozialistische Jugend Alsergrund, weil er auf die Heuchelei der Regierung aufmerksam macht, der wird zuerst ins antisemitische Eck geschoben und danach aus der Partei ausgeschlossen. Ich frage euch, ist das Demokratie? EU finanziert!
not a war. It's not a self-defense. It's a genocide. And we will stand against it. We say to all European politicians, we are against it. We will stay here the whole time until this fucking war stops. Free, free Palestine! Free, free Palestine! يلا مع بعض وزرعنا الميرامية يا حباب الكار زرعنا الميرامية يا حباب الدار وفلسطين عم بتنادي وين الزوار فلسطين عم بتنادي وين Schmeichelei unterstützen. Morgen und jeden Tag werden wir genauso hier stehen und demonstrieren, um der einseitigen Berichterstattung zu trotzen. Sie werden unsere Stimme deutlich hören, insbesondere wenn wir sagen, dass Palästina frei ist und frei bleiben wird, frei von der terroristischen israelischen Besetzung. Sie werden unsere Stimmen deutlicher hören, dass westliche Regierungen vor dem Genozid, der in Palästina stattfindet, verantwortlich sind. Bis jetzt wurden mehr als 12.000 Menschen ermordet. Davon sind mehr als 4.500 Kinder. Und das alles passiert mit Hilfe des Verrats westlicher Regierungen an jeglicher Form von Transparenz, Glaubwürdigkeit und Menschlichkeit. Sie versuchen, alle in Palästina zu vernichten. Nicht nur Kinder, Frauen und Männer, nicht nur Zitronen und Olivenbäume. Sie wollen auch die Hoffnung in Palästina ermorden. Doch das wird ihnen nie gelingen. Jeder Zitronenbaum wird ein Kind hervorbringen und die Zitronen werden niemals aussterben. Sie versuchen uns einzuschränken und unsere Demonstrationen zu verbieten und uns ihre politische Meinung aufzuzwingen. EU, österreichische Regierung und alle und USA-Regierung, wir werden euch heute und jeden Tag sagen, wir suchen nicht eure Mitgefühl und wir brauchen es auch nicht.
Ihr könnt so bleiben und den Genozid einfach anschauen und damit die terroristische israelische Besetzung weiter unterstützen. Wir möchten euch nur sagen, dass die Geschichte der Morde unschuldiger Kinder nicht verzeihen wird. Tragt also diese Last auf eure Schultern, die euch tausende von Jahren lang in Erinnerung bleiben wird. Wir werden nicht aufhören, auf die Straße zu gehen und unsere vielfarbige Flagge hochzuhalten. Ihr kennt doch die wahren Grenze von Palästina genau. Und selbst wenn ihr es nicht hören wollt, werden wir es aussprechen und unseren Kindern von einer freien Palästina erzählen. Und wir werden nie vergessen, was ihr in dieser Zeit gemacht habt. Was in Palästina passiert, ist kein Krieg, sondern ein Genozid. Das ist wichtig zu definieren. Palestine will be free. 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 Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Es ist unser Recht, einfach zu demonstrieren und unsere Meinung laut zu sagen. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free